hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 14. Dieses Mal ist ein kleines Special, ich spiele nämlich gegen einen Abonnenten. Er hat mich auch direkt hier schon eingeladen und wir nehmen es doch einfach mal an hier. Sein Name ist Richie, zumindest sein Origin-Name, ich weiß es nicht genau. Oh, jetzt ist die Spielsitzung nicht mehr verfügbar. Muss ich nochmal kurz der anderen beitreten. So, treten wir einfach mal bei und gucken, wie das Spiel so verläuft. Ja, ich hoffe, dieses Video wird überhaupt hochgeladen, ja, weil teilweise haben wir das schon mal gemacht und einfach, ja, die Datei durfte ich nicht hochladen, also er meinte, ich sollte nicht hochladen, oder ich wollte einfach nicht, oder ich konnte nicht. Ich überlege mal, mit welchem Team ich spiele. Ich spiele mal mit meinem, ja, Bundesliga-Team, würde ich sagen. Das denke ich am besten. Er hat ein Team, das, glaube ich, von Energie Cottbus handelt, sage ich mal. Also er ist, glaube ich, Energie Cottbus-Fan, soweit ich es jetzt mitbekommen habe. Und ja, gucken wir doch mal auf sein Team erstmal. Ich glaube, das ist ein reines Energie Cottbus-Team. Genauso sieht es nämlich auch aus mit Sanogo im Sturm. Und den Rest kenne ich schon nicht. Ich glaube, in der Innenverteidigung haben wir Barnovic, der eigentlich ZDM ist. Und, oh, den anderen Innenverteidiger wusste ich auch mal. Mörle, glaube ich, oder? Mörle? Kann das sein? Und den Rest kannte ich leider nicht. Also Sanogo und, ja, die anderen Innenverteidiger, Mörle und Banovic, genau. Und den Rest kenne ich ja nicht. Brinkmann, Taki kenne ich auch, okay. Stiepermann auch, aber halt vom Gesicht her nicht, ne? Gucken wir nochmal seine Aufstellung hier an. Ich spiele im 4-4-2 oder 4-1-2-1 wäre. Und er fängt auch an, er hat Dortmund-Trikots. Und, ja, er hat Anstoß und spielt hier von links nach rechts in, wie gesagt, den Dortmund-Trikot, in den gelben. Und ihr wisst ja, in letzter Zeit habe ich mich nicht hundertprozentig so gut gefühlt mit Ultimate Team. Ich habe öfters mal Spiele verloren und auch, ja, mich ziemlich schwer gehabt, mich ins Spiel reinzufinden. Aber, oh, schlagen wir den Ball erstmal weg, das ist natürlich auch gut. Hat sein Torwart erstmal Almer, hier kann gut aufnehmen. Und ich gehe natürlich, ja, als Favorit hier ins Spiel, weil, einfach wegen meiner Mannschaft. Weil die ist wirklich schon noch deutlich besser als seine. Er hat natürlich auch gute Silberspieler dabei, aber ja, meine sind natürlich alle Goldspieler und deswegen, wie gesagt, so ein bisschen, ja, bisschen, wie heißt das, bisschen Favorit, bin ich auf jeden Fall. Boah, schade, Mandzukic probiert hier direkt nach innen zu ziehen mit dem Übersteiger, aber wird direkt gefoult und mal sehen, kriegen wir nochmal vielleicht eine Freischussposition. Legen wir einfach mal kurz ab. Ja, gehen wir mal wieder außen und spielen wir mal weiter. Jetzt bringen wir gleich mal die Flanke, oder bringen wir nicht. Gehen wir mal nach innen, spielen wir mal hier weiter. Machen wir einen Übersteiger und Mandzukic einfach mal in die lange Ecke gegen den Pfosten. Schade, schön gemacht, meiner Ansicht nach eigentlich. Mit Mandzukic schön angenommen und dann mit dem Übersteiger nach innen gezogen. Und schön den Finesse-Schuss auch gesucht. Leider geht er nur an den Pfosten. Ein bisschen unglücklich. Oh, das war jetzt ein schlechter Einwurf von mir. Da hätte ich auf jeden Fall was Besseres draus machen können. Und Farina ist jetzt auf den Außen durch. Habe ich ehrlich noch nie was von gehört, aber ich beschäftige mich auch nicht so mit der zweiten Bundesliga. Deswegen sind vielleicht ein paar Spieler, die ich dabei die ich nicht kenne. Ja, und jetzt spielen wir unten. Da ist einer ja, relativ frei. Luis Gustavo ist das. Der ist natürlich nicht so schnell und deswegen kann er sich ja auch nicht behaupten. Muss man sehen, dass ich hier wieder rankomme mit ihm. Jetzt gehen wir weiter außen. Aber Gustavo ist natürlich ein guter Mann, aber kriegt den Ball trotzdem nicht. Jetzt aber vielleicht. Ja, sehr gut. Jetzt hat Gustavo den Ball. Aber, ja, doch behauptet ihn. Und kann auch schön den Ball hier finden. Hauen wir doch einfach mal nach vorne in die Spitze. Klappt doch relativ gut. Draxler jetzt hier, aber der kann leider den Ball nicht behaupten. Und auch Fafan nicht. Und jetzt ist hier Sanogo auf den Außen. Ist natürlich nicht seine Stärke. Sanogo ist ja eher der Mann, der für die Kopfbälle zuständig ist und wirklich sehr groß, glaube ich, auch ist und sehr zweikampfstark, durchsetzungsfähig. Machen wir hier weiter außen. Oh, wollte ich gerade wieder nach innen gehen, aber das hat leider dann letztendlich nicht mehr geklappt. Jetzt hier vielleicht der Longshot, aber den kann ich gut abwehren. Und Draxler spielt jetzt einfach mal den Ball ins Aus. Ja, erstmal ein bisschen Ruhe reinbringen, ne? Kriegt er hier auch Einwurf. Mit Kruska, den kenne ich auch. Das ist, glaube ich, normalerweise ein ZTM gewesen. Spielt hier anscheinend bei sich oder bei ihm auf der Linksverteidigerposition. Kann auch sein, dass er mittlerweile Linksverteidiger ist. Weiß ich nicht. Wie gesagt, ich verfolge die zweite Liga nicht mehr so, ja, wirklich, sage ich mal. Jetzt vielleicht mal lang. Oh, auf den wollte ich leider nicht. Kommt aber trotzdem an. Draxler hier auf den Außen. Bringen wir gleich mal die Flanke auf Mandzukic, ja, der kommt gut oder der kommt einfach auf Fafan, ne, auf Perisic war das. Jetzt vielleicht nochmal Bender und Bender macht hier das 1:0, ja, relativ glücklich eigentlich, wie er hier in den Ball kommt, aber ja, verwandelt ihn eiskalt. Eigentlich wollte ich die Flanke auf Mandzukic bringen, die kam leider irgendwie trotzdem nur auf Perisic und Bender, wie gesagt, kommt in den Abpraller und markiert ihn das 1:0. Bis jetzt, denke ich mal, auf jeden Fall kein unverdientes Ergebnis, aber auch kein wirklich verdientes Ergebnis, also mein Gegner, also Richie hier, also mein Abonnent natürlich, ist hier gut in der Partie drin und hat auch schon das eine oder andere, die eine oder andere gute Aktion gehabt. Ja, letztendlich habe ich dann hier besser anscheinend meine Chancen ausgenutzt.
Und ja, das 1 zu 0, wie gesagt, dann markiert. Aber letztendlich ist er nicht wirklich schlechter bis jetzt als ich. Also er spielt auf jeden Fall relativ ordentlich. Ja, er steht in der Defensive nicht schlecht und macht auch teilweise gute Aktionen nach vorne. Teilweise, oder bis jetzt kann ich die noch alle verteidigen. Oh, der kommt natürlich auch ein bisschen kurios hier auf Gustavo. Aber Gustavo läuft einfach mal durch, klappt leider nicht. Weil Gustavo einfach noch ein bisschen, ja, das Tempo fehlt, habe ich glaube auch schon alles gesagt. Aber trotzdem mag ich Gustavo sehr gern, weil er einfach sehr zweikampfstark ist und das ist sehr wichtig. Und er ist auch noch mal ein bisschen schneller als zum Beispiel Martinez, den man natürlich theoretisch auch als Alternative da sehen könnte. Aber Martinez ist einfach noch mal sehr langsam und eigentlich vom Ding hier sehr behäbig und deswegen habe ich mich letztendlich dann für Gustavo und für Bender auch entschieden. Jetzt Jansen, spielen wir nach innen vielleicht. Jetzt haben wir einen Übersteiger. Oh, wenn der ein bisschen besser kommt mit Gustavo, dann ist der richtig geil, glaube ich. Kann man richtig gut dran vorbeigehen. So, jetzt war ich einmal kurz weg, ja, meine Mutter war einmal kurz im Bild, aber das, oder nicht im Bild, Quatsch, also hat mich einmal kurz gestört. Und deswegen habe ich jetzt einmal kurz eine Pause eingelegt für alle, die es nicht verstanden haben. Und ja, egal, geht weiter. Wir sind hier direkt am Ball, oh, den wollte ich gar nicht so. Aber schwimmen wir nochmal lang und schwimmen wir nochmal oben lang, oder, ja, und jetzt lupfen wir mal. Und der geht, oh, knapp am Tor vorbei, leider mit Verfahren. Eigentlich gute Aktion, war nämlich auch ganz gute Aktion hier zum Lupfen. Ja, Richie hier, ich nenne ihn jetzt einfach Richie. Ich weiß nicht, ob er jetzt in echt so heißt, aber ja, er heißt einfach Origin so und deswegen nenne ich ihn einfach Richie. Ja, holt hier sein Torwart gut raus eigentlich, aber ein bisschen zu spät. Wenn er es früher macht, dann ist es noch schwerer für mich da, den Ball zu lupfen, aber der Ball ging nicht rein. Das ist ja für ihn die Hauptsache, dass er sozusagen das Tor nicht kassiert hat. Aber ich versuche natürlich mein Bestes hier, das Spiel zu gewinnen, auch wenn natürlich Abonnenten mir immer sehr wichtig sind und meistens auch sehr freundlich sind. Und ja, deswegen ist es eigentlich, freue ich mich auch für Sie, wenn Sie mal gegen mich gewinnen, aber natürlich versuche ich dann trotzdem meine beste Leistung abzurufen. Oder ja, ob es nun die beste Leistung ist, das ist die Frage, aber auf jeden Fall eine gute Leistung abzurufen. Jetzt kommt der lange Ball auf meinen Sukic, aber den kann seinen Verteidiger gut klären. Und ja, dafür, dass er aber, habe ich auch glaube ich schon gesagt, ein relativ. Ja, unspektakulär, was heißt unspektakulär, aber halt nicht so wirklich ein gutes Team hat, weil alles Silberspieler sind. Spielt er doch sehr, sehr gut. Wir spielen übrigens auch im Cottbus, habe ich glaube ich noch vergessen zu sagen. Machen wir hier lang. Aber das klappt nicht so wirklich gut. Nee, kriegen trotzdem aber noch einen Einwurf. Und wie gesagt, dafür, dass er ja, ein Silberteam hat und ich ein komplettes Goldteam und auch ja, gar nicht so schlechte Spieler habe, natürlich jetzt auch nicht die besten und teuersten, aber trotzdem noch ganz gute Spieler, wie ich finde. Kommt zumindest mit dem gut klar. Und Draxler jetzt hier, vielleicht mal mit einem Longshot, aber sein Spieler steht leider im Weg. Draxler vielleicht nochmal? Nee. War eigentlich eine ganz gute Position noch hier wieder für einen Longshot. Jetzt verfahren, machen wir nochmal hier doppelten Übersteiger. Haben wir nochmal eine Schusstäuschung, jetzt hauen wir den Ball mal vielleicht nochmal rein. Ah, irgendjemand hat ihn abgefälscht, glaube ich. Ich weiß aber nicht, ob es unser Spieler war. Ich glaube, es war unser Spieler. Hier sehen wir es nochmal. Verfahren lässt gut ein paar Gegenspieler stehen und ja, ich glaube, ja, es war der eigene Spieler, leider. Und zwar, glaube ich, Pejsic. Oder Draxler, einer von beiden, sehen ja eigentlich beide sich ziemlich ähnlich, deswegen verwechsel ich das teilweise öfters mal. Jetzt Mandzukic nochmal eine schöne Kopfballablage auf Perisic. Machen wir nochmal hier weiter. Machen wir nochmal zurück und machen wir nochmal hier außen. Machen wir noch kurz und nochmal lang. Außen klappt ganz gut, die Jungen jetzt auf den Außen durch. Jetzt können wir die Flanke mal suchen auf Mandzukic, aber die kommt leider nicht. Sein Verteidiger ist da und noch sein Torwart ist da. Alma hier kann den Ball gut aufnehmen. Und ja, jetzt ist auch Halbzeit. Wie gesagt, relativ ausgeglichenes Spiel. Ich weiß nicht, ob man das von den Statistiken her auch sieht. Vielleicht war ich am Ende noch mal ein bisschen besser in der ersten Halbzeit, aber davor hat er auf jeden Fall gut mitgehalten und auch gut gespielt, finde ich. Und wir gucken noch mal, was die Statistiken sagen. Hier noch mal das einzige Tor habe ich jetzt direkt weggeklickt, aber ist ja auch egal. Ja, von den Statistiken her ein bisschen ja einseitig, sage ich mal. Einen Schuss nur für ihn und fünf Schüsse für mich, wobei nur zwei aufs Tor gingen. Und ja, 56% Ballbesitz für mich. Dafür hat er bei mehr Zweikämpfe gewonnen, viel bessere Schussgenauigkeit und ja, die Passgenauigkeit ist so ein bisschen das, was ihm sein Spiel, glaube ich, zunichte macht, weil das ist wirklich eine Sache, die sehr wichtig ist bei FIFA, dass man einfach eine gute, hohe Passgenauigkeit hat, weil wenn die Pässe alle ankommen, dann kann man auch gut sein Spiel aufziehen und einfach sicher spielen und ja, wenn die halt nicht ankommen, dann ist man halt so ein bisschen unsicher in seinem Spiel und kann auch nicht wirklich gute Angriffe fahren. Also ist es ziemlich entscheidend, merkt man auch. Und Richie, wenn du dieses Video hier guckst, ich weiß es ja nicht. Wie gesagt, ich weiß noch nicht mal, ob ich es hochlade, aber es kann sein, auf jeden Fall, wenn ihr es jetzt seht, natürlich werde ich es auch hochgeladen haben. Und ja, deswegen, wenn du es siehst, vielleicht
solltest du vielleicht ein bisschen verbessern, deine Passgenauigkeit ein bisschen verbessern. Weil es kommt die Flanke hier in die Mitte und Mandzukic war das, glaube ich, köpft ja nochmal die Gegenspieler an. Und somit gibt es jetzt hier Ecke durch Perisic. Mal sehen, da kommt er auch gut, ganz gut hin, der Mandzukic, aber leider nicht hundertprozentig. Draxler jetzt mit einem Scoop-Turn, nochmal mit einem Scoop-Turn, nochmal mit einer Schusstäuschung. Und nochmal hier vielleicht mit einer Schusstäuschung, jetzt nochmal eine Schusstäuschung. Oh, schade. Wollte ich ein bisschen zu viel Schusstäuschung machen, glaube ich. Aber es hat sich in der Situation eigentlich ganz gut angeboten. Ach scheiße, der war jetzt dumm. Den Pass hätte ich nicht spielen dürfen. Hätte einfach selber wahrscheinlich aufs Tor gehen müssen. Aber ich habe ein bisschen damit gerechnet, dass die Situation anders verläuft oder dass sie sich anders ergibt. Und das hier gibt anscheinend Foul. Ah ja, ich kriege den Freistoß. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass er den Freistoß bekommt, aber ja, kann sich natürlich auch irren. So, jetzt geht's weiter hier über die Außen, über Perisic, glaube ich. Den spiele ich jetzt mal an. Ja, da ist er. Nee, Jansen war das. Perisic ist der hier. Genau, machen wir nochmal weiter auf Jansen. Dann bringen wir nochmal die Flanke auf Mandzukic. Oder das ist gar nicht Mandzukic. Also Mandzukic war der, auf den ich die Flanke eigentlich bringen wollte. Aber ich glaube, letztendlich kam die dann auf Draxler. Jetzt kommt er hier gut durch. Aber wir können mit Bender hier den Ball gut annehmen und oder gut abnehmen. Jetzt Jansen hier nochmal vielleicht ein Doppelpass oder ein dreifacher Doppelpass hier zwischen drei Leuten. Jansen, jetzt ist Mandzukic wieder in der Mitte. Jetzt können wir ihn vielleicht mal anflanken. Jetzt kommt wieder auf den hinteren. Finde ich ein bisschen unglücklich gewählt, denn ich will immer extra Mandzukic anspielen, genau dann, wenn er sich gut freigelaufen hat. Was hier aber leider noch nicht so wirklich der Fall war. Jetzt nimmt er mir mal gut den Ball ab und kann vielleicht jetzt mal den Konter fahren. Aber der Pass ein bisschen ungenau, ein bisschen überhastet. Muss er vielleicht, oder musst du, wie gesagt, ich weiß nicht, ob du es jetzt guckst, aber wenn du es guckst, Richie, dann, spiel einfach mal deine Pässe ein bisschen ruhiger, ein bisschen mehr bedacht. Ich weiß jetzt auch nicht, den Tipp kann ich jetzt nicht so hundertprozentig selber weitergeben, sage ich mal, weil ich jetzt nicht genau weiß, wie ich das genau mache. Aber man sollte halt ein bisschen Ruhe ins Spiel bringen. Wenn man total hektisch spielt, dann bringt das alles nichts. Und deswegen sollte man ein bisschen Ruhe reinbringen, dann kommt auch automatisch die Passgenauigkeit, geht die auch automatisch nach oben und dann kann man auch automatisch sein Spiel verbessern und vielleicht das ein oder andere Spiel auch mal gewinnen. Und ja, deswegen ist noch vielleicht ein kleiner Tipp für dich, wenn du es dann guckst. Um nochmal vielleicht ein bisschen besser zu werden in FIFA. Ich will auch nicht behaupten, dass ich jetzt der Über-Mega-Pro bin hier in FIFA, weil zum Beispiel im Ultimate Team bin ich auch noch in Liga 4 im Moment, wisst ihr ja wahrscheinlich. Die Frage ist halt, ob es daran liegt, ob ich jetzt wirklich so schlecht bin oder ob ich einfach irgendwas falsch mache an sich in FIFA, aber ja, da ist es 2-0 durch Jürgen Draxler, gute Flanke und Draxler setzt sich hier durch und macht hier das 2-0. Eine Flanke, die eigentlich sehr gut geschlagen ist eigentlich. Ziemlich gut auf den Außen durch, mit Jansen war das, glaube ich, und das stehen eigentlich Draxler und Mandzukic beide in der Mitte. Mandzukic lässt sich ein bisschen fallen, aber der Ball kommt dann auf Draxler. Und somit markiere ich hier das 2-0. Und ja, ist eine ganz gute Ausgangsposition, eine gute Ausgangslage für uns, dass wir schon mal 2-0 führen. Also relativ souverän. Wie gesagt, ich mag es auch nicht wirklich, meinen Gegner fertig zu machen, wenn es mein Abonnent ist. Wenn es jemand anders ist, den ich nicht kenne, meinetwegen, ja, dann ist es auch egal, aber wenn es ein Abonnent ist, dann will ich ihn nicht fertig machen. Also vielleicht bei 3-0 oder sowas würde ich ihn nicht mehr so wirklich fertig machen. Also nicht mehr so wirklich ernst spielen, sag ich mal. Und ja, weil ich will nicht jetzt irgendwie, also ich gehe mal nicht davon aus, aber wenn jetzt irgendein Abonnent so schlecht ist, also ich will jetzt nicht sagen, Richie ist nicht so schlecht, wie ich, wie ich dachte. Nein, also, er hat es mir halt schon mal gesagt, dass er meinte, dass er sehr schlecht ist und dass er irgendwie total immer auf die Sachen bekommt oder auf die Socken bekommt. Ich weiß gar nicht jetzt, wie man das ausdrückt. Wenn er gegen mich spielt auf jeden Fall. Ist aber bis jetzt noch nicht der Fall. Jetzt kommt er auch zu einer guten Aktion mit Jendrisek und da macht er das 1-2. Also gerade wo ich gesagt habe, dass er angekündigt hat, dass er so schlecht spielt, macht er das 1-2. Wie gesagt, er ist gut im Spiel und macht hier mit Jendrisek ein gutes Tor. Schöner Pass hier auf die Außen oder ja, schön einfach weitergelegt und Jendrisek ist dann frei durch und mit einem sehr, sehr schönen angeschnittenen Außenrissschuss. Zum 1-2 und jetzt muss ich nochmal ein bisschen aufpassen, dass ich das Spiel hier nicht aus der Hand gebe. Und jetzt kann ich auch das ganze Spiel auf jeden Fall ernst spielen, weil jetzt wird kein mehr so hohes Ergebnis rauskommen. Da gehe ich mir zumindest von aus. Und ja, jetzt hat er hier im Mittelfeld den Ball mit Sanogo, spielt den Ball in die Spitze. Jetzt Taki, aber da haben wir den Ball hoffentlich. Ja, haben wir auch irgendwie noch rausspielen können. Jetzt Draxler, aber auch er verliert den Ball hier in der Vorwärtsbewegung. Da müssen wir jetzt mal ran, sehr gut, gelingt uns auch. Jetzt weiter auf die Außen, jetzt machen wir mal hier ganz ruhig hier. Draxler auf Mandzukic. Und machen wir weiter. Ah, ja doch, kommt noch. Draxler auf Perisic. Jetzt machen wir noch weiter auf Mandzukic. Oh, jetzt habe ich auszusehen gelupft. Das wollte ich natürlich nicht, aber auszusehen, ja, L1 oder LT noch dazu gedrückt, während ich geschossen habe. Das ist natürlich auch nicht so geil, ja. Normaler Schuss wäre vielleicht besser gekommen, aber ich glaube, das so oder so wäre ein Spieler dazwischen gewesen, der es geblockt hätte.
Und jetzt nehmen wir hier nochmal schön den Ball ab. Perisic bringt nochmal vielleicht einen langen Ball auf Mandzukic. Der kommt auch gar nicht schlecht. Ja, Mandzukic kann sich vielleicht mal hier durchsetzen und den Ball am Torwart vorbeischieben. Nee, klappt leider nicht. Torwart ist gut da und kann den Ball hier halten. Ich habe schon wieder vergessen, wie sein Torwart heißt. Also wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus. Habe ich jetzt auch schon zum dritten oder vierten Mal gesagt in dieser Folge. Jetzt mal weiter auf die Außen. Ja, Gustavo weiter auf Perisic. Und dann machen wir den Schlenzer zum Pfosten und noch einen Pfosten. Also das hatte ich, glaube ich, letztens in meiner Ultimate Team-Episode schon. Ich denke mal, dass ihr die schon vorher gesehen habt. Oder zumindest, ja, dürftet ihr eigentlich. Auf jeden Fall habe ich das auf jeden Fall in meiner Ultimate Team-Episode auch schon gehabt, dass wirklich beide Pfosten hintereinander, beide Innenpfosten hintereinander getroffen werden. Und das hatte ich auch noch nicht oft. Also ist, glaube ich, jetzt das zweite, dritte Mal insgesamt in FIFA überhaupt, dass ich sowas mal hatte. Aber ja, finde ich interessant auf jeden Fall, dass hier zweimal der Innenpfosten getroffen wurde. Leider, ja, wie gesagt, nicht die Entscheidung zum 3-1, aber vielleicht kann Richie dann nochmal ins Spiel kommen, weiß man ja nicht, ne? Ist zwar jetzt auch schon 86 Minuten, also vielleicht ein Angriff kriegt er auf jeden Fall noch, so viel kann ich schon mal voraussagen. Also ich denke mal, dass er noch einen Angriff bekommt. Außer ich stehe jetzt wirklich so gut hinten, dass er wirklich gar nicht mehr durchkommt. Jetzt vielleicht schon über die Flanke, ne, Jansen, oder das war zumindest ein Angriff, ne? Aber es war halt keine Torchance. Jansen jetzt hier schön weitergelegt auf Draxler. Gehen wir einfach durch hier, machen wir weiter auf Mandzukic und jetzt machen wir weiter auf Perisic, aber der kommt überhaupt nicht. Kriegen aber trotzdem den Freistoß. Und ja, können wir vielleicht jetzt nochmal einen Angriff machen und nochmal vielleicht ein Tor schießen. Machen wir nochmal so, machen wir nochmal einen Übersteiger. Der kommt auch gar nicht schlecht. Und es gibt nochmal Einwurf für uns und so langsam neigt sich das Spiel auch dem Ende entgegen, glaube ich. Wir haben jetzt, glaube ich, 90. Minute. Oh, der Flick-Up war natürlich nicht schlecht. Gehen wir mal nach innen, aber das klappt leider nicht. Wollten vielleicht nochmal einen schönen Schuss raushauen, aber das hat leider nicht geklappt. Jetzt vielleicht nochmal. Oh, der kommt überhaupt nicht dahin, wo ich wollte. Eigentlich. Jetzt vielleicht nochmal Draxler. Ja, vielleicht nochmal mit einem Finesse. Aber auch der kommt nicht. Schade. Habe ich nochmal einen angeschnittenen Schuss versucht, aber ja, damit endet das Spiel 2-1 für mich. Ich denke auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel. Ja, Richie war hier gut in der Partie drin, hat eigentlich ganz gut gespielt. Wie gesagt, am Ende der ersten Halbzeit und am Anfang der zweiten Halbzeit war ich vielleicht ein bisschen besser, aber sonst hat er wirklich gut mitgehalten und auch gut gespielt, wie gesagt. Und ja, verdient auf jeden Fall, dass er hier ein Tor geschossen hat und dass er so knapp nur verloren hat gegen mich. Und ich kann überhaupt nur glücklich sein, dass ich gewonnen habe, ne? Mit 2-1, sehr knapp, wie gesagt, und ja, deswegen würde ich jetzt erstmal diese Folge beenden oder dieses kleine Special, ist ja kein wirkliches Special, aber ich, halt, wo ich ihn gegen Abonnenten gespielt habe. Wer gegen mich spielen möchte, kann auch mal gerne ja, in die Kommentare schreiben und Origin-Daten sind in der Videobeschreibung, könnte ich mich also auch gerne hinzufügen oder einfach auch über YouTube eine Nachricht schreiben oder wie gesagt einfach in die Kommentare, geht alles und ich werde auch auf jeden Fall dann gegen euch spielen, irgendwann und somit, ja, wer will, kann gegen mich spielen und ich werde das dann wohl auch hochladen, wenn ihr wollt. Aber ja, das soll es mal gewesen sein mit dem Spiel gegen Richie. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr gegen mich spielen möchtet. Und dann haut rein!